Carsten Stahl, der Carsten Stahl. Kinderschutz und Stoppmobil in Deutschland. Arschloch ist ein Arschloch, egal in welcher Kultur. Wenn er diese Regeln bricht, muss er in den Knast oder wenn er nicht mehr tragbar ist, muss er auch ausgewiesen werden. Die weisen nichts aus. Im Gegenteil, sie holen noch mehr rein. Dann haben Probleme. Dann ist es unkontrolliert geschehen. Ich will wissen, wer ins Land kommt. Und wenn die sagen, ich habe keinen Pass, man kann heute anhand Knochenanalyse feststellen, wie alt er ist. Wird nicht gemacht. Man gibt ihm Geld, man gibt ihm eine Unterkunft und dann überlässt man sich selbst. So fördert man keine Migration, so fördert man schlimmste Tage. Migration. Ist das dessen, was Herr Stahl da gerade sagt, jetzt mit all den Hintergründen, die wir hier auch zusammentragen, eine gute Idee, die Hürden für einen deutschen Pass noch zu senken? Ja, das kommt darauf an, für welche Personengruppen. Sicherlich nicht für gefährliche Gewalttäter, die hier schwerste Kriminalität begehen, auch nicht für andere. Ich will aber das Augenmerk nochmal auf die Frage lenken, wie wir mit solchen Bevölkerungsgruppen umgehen. Umgehen. War irritiert. Ich habe das jetzt im Berliner Senat gesehen. Wir haben ja eine Gruppe von Menschen aus Moldawien hier in Berlin, die eigentlich ausreisepflichtig sind und die auch abgeschoben werden sollen. Abschoben es hat sollen. Tatsächlich der Berliner Senat gegen den Widerstand der Innensenatorin übrigens beschlossen, dass die alle hier bleiben können, obwohl die teilweise straffällig sind. Und das ist ein Punkt, wo ich mich frage, was machen Linke und Grüne an der Stelle? Ich kann das nicht nachvollziehen. Da bin ich voll bei Ihnen. Sowas kann es in einer Demokratie nicht geben, weil wir sind ja auch den Menschen hier verantwortlich. Ja? Fußball, wenn man die Geschichten sich anhört, was schwarzafrikanische Fußballfreunde von mir erleben müssen, weil sie in die gleiche Tonne geworfen werden. Und die sagen ja selber, es müssen härtere Gesetze und härtere Strafen her, weil die deutsche Polizei und der deutsche Staat wird als lächerlich empfunden. Das Problem ist bloß dabei, sie wollen es nicht ansprechen, weil sie Angst haben, dadurch Hass und Rassismus zu schüren. Aber genau das Gegenteil passiert, indem sie es nämlich nicht ansprechen, wirkt es wie Vertuschen und dadurch fördern sie Hass und Rassismus und unterstützen die Parteien, die keiner will. Ja? Also geht offen damit um, seht dem Problem in die Augen und handelt und setzt doch um. Berlin ist der Sumpf des Versagens. Wie gesagt, Schlusssache, lächerliche Politik hier. Übrigens haben sie betrogen, wollen wir nicht vergessen, denn daran haben wir ja mit aufgeklärt bei der Manipulation. Aber entscheidend ist, wie lange schauen wir uns den Mist noch an? Meine Tochter, wie lange gucke ich den Scheiß an? Und das will ich hier gleich klarstellen. Wie lange gucke ich dir das an? Wenn das meiner Tochter angetan würde, würde ich die Welt aus den Angeln heben. Ja. Ich habe nicht die Politik, ich stehe an den Gräbern, ich war auf 8 Beerdigung. Ich muss das hier lesen. Wollte ich das hier mal vorlesen? Die Menschen sich bei mir melden und mich um Hilfe bitten, weil sie niemand mehr vertrauen, schon gar nicht der Politik oder der Polizei teilweise. Das macht auch was mit mir. Und das macht mir stinksauer, weil ich einfach nicht verstehe, wo geht's weg? Wie geht's weiter denn? Die Menschen in unserem Land zu schützen. Und wo wir schon beim Verdrängen sind. Wann, wenn es nach den Grünen ist, geht irgendwann auch nicht mal dem deutschen Volke, das verbieten wir auch noch, wa? Dem deutschen Volke, genau das heißt es. Alle, die in Deutschland sind, sind die Stimme. Anspricht, anstatt der, die die Missstände macht und zu beantworten hat. Die Politik trägt eine Mitschuld und trägt Blut an ihren Händen für diese Toten. Und es werden mehr, wenn wir nicht langsam endlich aufwachen und handeln. Aufwachen. Ich glaube, es gibt durchaus Alternativen. Ich will noch ganz kurz auf Frau Keller eingehen. Sie haben ja die Politik von Rot-Grün unter Frau Kraft in NRW genannt. Der Nachfolger war eine Schwarze. Hier zwei im Grunde Pole, aber die im Grunde das gleiche ausdrücken. Eigentlich die Sorge der Menschen, was passiert, wenn wir immer nur zahlen, wenn es keine Entlastung gibt und wenn die Menschen nicht mehr wissen, wo es hingeht. Hernehmen soll. Oh, da Mann. Ist es richtig, dass es da natürlich Besorgnisse gibt und Ängste und Sorgen und Wut auch, was passiert und wie ich damit umgehe hier. Und eine Ratlosigkeit, was ich tue. Das ist ja, dass ich diese Wut jetzt schon oder diese Sorgen jetzt schon artikulieren, wo die Menschen ja nur die Sorgen haben, außer an der Tankzapfsäule, trotz dieses Entlastung, die im Grunde ja keine gefühlte war. Und auf der anderen Seite diese großen Hämmer, die Nachzahlung ja erst noch kommen. Also da kann man sich vorstellen, was da los sein wird. Deswegen bin ich da fest von überzeugt, wir brauchen Lösungen und wir brauchen klare Klausur, die da stattgefunden hat. Wuchtig, nicht konkret genug. Ich kürze euch die Mehrwertsteuer ein bisschen. Und dann ihr müsst euch versteuern. Dann müsst ihr aber wieder irgendwas versteuern, weil wir können es euch nicht direkt überweisen. Und der Arbeitgeber zahlt das halb aus. Das versteht doch kein Mensch mehr. Das reicht auch nicht, diese Belastung, die sie genannt haben, der überhaupt runterzusetzen. Deswegen muss man drei Sachen tun im Grunde. Man muss diesen Gaspreis deckeln. Nein. Dann legt man sich den spanischen Ministerpräsidenten an, der deckelt das gemacht von hat. Nach, wo es getan hat. Liegen lassen? Von der Ampelregierung, aber der hat es gemacht. Der hat gesagt, hier, die hängen ja zusammen. Wenn der Gaspreis nach oben geht, der hilft mir auch der Radiator nicht. Wenn der Vollgang. Wenn der nämlich so viel verbraucht. Und
Man muss natürlich sich klar machen, ich meine, Deutschland ist ein Industrieland. Und Deutschland ist ein Industrieland, Energie was Energie braucht. Wir schöpfen mehr aus Gas. Unserer Industriefertigung mehr, als jedes andere Land in Europa. Brauchen alles. Das heißt, wir werden, ob es einem gefällt oder auch nicht, alle absehbare Zeit doch eine Energie brauchen. Einen dritten Energieträger brauchen. Wind und Sonne, Elektrobusse, reicht vollkommen für Klimaschutz. Nicht dafür. Und das kann Öl sein, sonst woher, das kann Gas sein, sonst woher. Aber das muss man auch ranschaffen dann auch. Und das sind die drei Dinge. Deckel drauf, keine Umweltaktivistin gefallen. Warum setzt die Ampel das nicht einfach um? Will einer kommt bestimmt gerne vorbei und stellt ihn vor. Ja, hätte ich gemacht. Wir haben ja, einen Plan. Aber hat sich wieder der Ampel entschlossen, die es in den letzten Jahren so nicht gab, mit einem Gesamtvolumen von 30 Milliarden. Was wuchtig ist, kann ist ich heute zu einem doch eindrucksvollen Wort nach draußen gehen. Viele Töne geben. Kleine Centbeträge gehen wird, sondern dass hier nochmal eine große Entlastung auch für die Mitte der Gesellschaft kommen wird. Und das muss sich auch Geld wieder die Menschen, die Arsch arbeiten gehen, jeden Tag aufstehen, Geld verdienen, auch morgens aufstehen, Arsch aufheben, zu wirtschaften und selbst in der Lage zu sein. Da muss Entlastung ein gutes Menschen entlastet werden müssen. Was geht denn? Was ist hier los? 2000 Euro jeden Monat. Das ist ja das, was ich meine. Also, ein Tropfen heißen Stein. Wir reden wirklich von einer Entlastung. Ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir reden hier von 1500 Euro mehr oder drei oder viermal so viel. Und ihr kommt immer mit 300 Euro, 9 Euro Ticket oder was. Und das ist das, was ich meine. Das ist total eine Parallelwelt. Natürlich, wenn ich im Monat zwischen 10.000 und 40.000 Euro verdiene, dann kann ich natürlich das vielleicht auch nicht nachvollziehen. Wenn ich mein Leben noch nie gearbeitet habe, hinter mir. Und ich sehe die Nöte, ich kenne Uli Schick. Das sind auch gute Politiker hier, riesig. Aber die viele von denen, die Scholzen, die vergessen das, was sie gestern gesagt haben und können sich morgen nicht mehr daran erinnern. Die sind vollkommen abgehoben. Und wissen Sie, wo bleiben sie denn? Ich habe kein Problem, einen Herrn Scholz und ihrem Boss Herrn Lindner hier überzustehen. Aber dafür haben sie nicht den Arsch in der Hose, sich wirklich mal mit Leuten auseinanderzusetzen, die auch mal wirklich Konter geben und wirklich was sagen. Haben sie es denn schon probiert? Haben Sie Herr Scholz in der so spät schon? Meine Güte. Die Zeit ist am Rennen. Gar nichts. Die schreiben auch nicht Leuten wie mir zurück, weil dann gäbe es ja Beweise. Und ich habe ja eine Million Menschen von Reichweite, die das auf Posten, diesen Posten haben wollte. Man hat sich darum beworben. Dann füllt diesen Posten auch aus. In der Krise beweist sich der Charakter. Und was ich hier sehe im Moment, ist einfach nur noch beschämend. Einfach nur beschämend weg. Und absolut weg von der Realität. Also Sie sind sauer, weil Herr Scholz und Herr Lindner nicht jedem Bürger antworten und sich nicht mit jedem Bürger treffen. Das müssten Sie tun. Das bestimmt ich. Nicht jeden Bürger abfragen von der Presse beantworten würde. Den mache ich nicht. Der Bürger wichtig nehmen würde und nicht der Times sagt, dann könnte was dann noch von halbem Jahr nicht auf die Straßen gehen werden. Ich kann hier sein Rico Trump hat und sein Bier hat. Wenn es so ist, er lang ist er genügsam. Irgendwie sind alle das Schicksal. Ich kann mir aber gut vorstellen, wenn ich nicht mehr bezahlbar ist, wenn Fernsehen nicht mehr funktioniert, da ist keine Schicksal. Leiden. Die eigenen Kinder weinen, dann glaube ich schon, dass das Maß und ich kann diese Bundesregierung anschauen, dann sieht man schon sehr klar, ist ja noch nicht da. Frieren. Na gut. Vergesse ich aber das Ganze, die Rechnung zu zahlen. Rechnung zu bezahlen? Vergessen wir einfach, Klatsch. Strom abdrehen hier? Und jetzt nochmal was anderes. Komm aus Sie glauben, die Menschen können den Strom auch nicht mehr bezahlen, obwohl es wird auch ein Lastungspakete geben, Ego-Tram geben, alle Familien, Ego-Wetten. Ja, wie soll man sagen? Ich sehe hier nicht den absoluten Umsturz, Absturz Deutschlands. Okay. Ich glaube bloß, dass die Menschen, die es wirklich am nötigsten brauchen, dabei am wenigsten bekommen. Und die schon haben, eine Gasumlagenminister, der für Wirtschaft zu ist. Super Sache, dass da vielleicht Leute bescheißen wollen, Haufen Kohle haben, sollen jetzt alle sind wir Bürger. Sollen jetzt also Unternehmen, die Milliarden Gewinne gemacht haben, über Jahre hinweg, sind nicht daran beteiligt gewesen, wenn sie Gewinne machen. Ich finde das schon. Den Steuern, die Unternehmen zahlen, viel wenn ab. Unternehmen viel verdienen, geben sie auch viel ab. Und so höher der Verdienst, so viel. Mehr die Steuern. Aber sie der Tochterfirmen. Oft gerne in andere Tochterfirmen, nochmal ein paar Busse klauen. Noch ein paar Zugholen. Ich würde vor allen Dingen gerne mal eins wissen. Ja, Steuern sind schon Linien, gutes Gift, ne? Das kann man nicht nur mit Investitionen ganz wegkriegen. Manche Sachen schon, aber wissen Sie, was mich ja vor allem interessiert? Eine Schlagzeile. Eine Schlagzeile gesehen. Wenn man doch Sanktionen schafft, ne? Dann sollten wir. Dann sollten die doch eigentlich auch nutzen. Tragen, ne? Wenn ich heute lese, dass Gazprom nicht funktioniert. Eine Frage hätte ich gerne erzählt. Was für ein Gas? Ist das eigentlich für Gas, was wir da kaufen? Wo kommt denn das hin? Nee, warum hier? Vielleicht sind ja andere so clever. Wie gab ich rum? Gas da, drehen es einmal um, es kriegt ein anderes Etikett. Gas, was wir nicht haben wollten. So, als wenn man Blut dir. Gas, wir haben nicht gesagt, wir wollen das Gas nicht mehr. Und darauf verzichten. Was wollen wir hier?
woanders her. Der Gas ist woanders her. Aber wollen Sie zu Ihrer These, weil wir müssen noch zu den anderen Thesen kommen, noch einen ganz kurzen abschließenden Appell? Ja, ich würde ganz einfach mal sagen, lieber... Hier, Blase? Die Blase? Und gehen wir zu Bürgern? Da wirklich zu den Bürgern. Und als allererstes würde ich mich für diese Arroganz und Ignoranz und diese Doppelmoral, die ihr teilweise jetzt die letzten Monate verbracht habt, einfach mal entschuldigen. Und dann einfach mal bürgernahe Politik machen und vor allen Dingen, bewerten mal, wenn ihr anstatt...